Meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich stelle euch einmal kurz hier ab und erzähle euch vom Fail des Tages. Ja, ich habe dieses Intro nämlich schon mal abgedreht, aber meine Kamera hat sich dazu entschieden, es einfach nicht aufzunehmen oder zu löschen, was auch immer. Und deshalb mache ich es jetzt nochmal neu, nur dass ihr euch nicht wundert. Ich habe euch schon ein bisschen mitgenommen, während ich gekocht habe, meinen Haushalt geschmissen habe und so weiter. Und das Video soll einfach als kleine Ablenkung für euch dienen in dieser komischen Zeit, in der wir ja eigentlich nichts weiter machen können und ich euch aber trotzdem ein bisschen mitnehme, um euch eben vielleicht auch ein Stück weit zu inspirieren oder euch eben, wie gesagt, abzulenken. Und ich werde später auch nochmal das Thema Action Haul ansprechen, denn ich habe da wirklich sehr, sehr grenzwertige Kommentare bekommen. Da habe ich mich tatsächlich auch sehr, sehr darüber geärgert. Aber da gehe ich später drauf ein, sonst steigt mir jetzt wieder der Puls. Und auf die Gefahr hin, ja, dass ich wieder komische Kommentare bekomme, zeige ich euch die Schuhe, die ich für Liam gekauft habe. Ja, ich habe tatsächlich zu dieser Zeit Schuhe gekauft. Und zwar habe ich diese nicht online gekauft, aber dazu kommen wir auch noch später. Ein paar Tipps sind für euch dabei in diesem Video und jetzt starten wir durch. Das war ein langes Intro. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's. That you made your mind up. 'Cause lately all it ever does is change. Feels like we're only talking, talking, going round and around, back around. I will fight like no other every day. Und hier ist schon die nächste Ladung. Hier, das habe ich jetzt alles zusammengelegt. Und jetzt hänge ich die noch auf. Das schöne Wetter nutzen. Das ist übrigens mein neuer Wäscheständer, auf den ich super stolz bin. Das war nämlich ein Schnapper bei Amazon. Hatte ich euch auf Instagram erzählt. So, ich hänge jetzt mal die Wäsche auf. Ist fast fertig gedeckt und hier sieht es jetzt in der Zwischenzeit so aus. Also der Teig ist soweit fertig, der kommt jetzt hier rein und die Sahne, die ist auch genau richtig. Jawohl, gut gemacht, Sandro. So, jetzt wird erstmal Öl umgefüllt. Diesen Bottich hier, den habe ich ja mit aus Italien genommen. Das ist das italienische Gold, ne? So sagt man dazu. Und ich habe immer Angst, es umzufüllen. Weil wir sagen ja immer, es bringt Unglück, wenn Olivenöl verschüttet wird. So, ich bereite jetzt das Gulasch vor. Normalerweise schneide ich die Fleischstücke nochmal durch, aber der Metzger hat mir das jetzt eigentlich relativ klein schon geschnitten. Hier ist mein Cook for Me
Und das Gulasch ist ja für die Jungs und für uns gibt es wieder eine andere Variante, das wisst ihr ja. Und ich würde sagen, ich lege jetzt mal los. Ihr hört jetzt wahrscheinlich die Spülmaschine. Das ist übrigens so eine Arbeit, die ich nicht wirklich gerne mache, ja, Fleisch zu schneiden. Deswegen paniere ich auch nicht so gerne Schnitzel, weil ich das dann auch immer nochmal zurechtschneide. Das kriegt die Bella. Das ist nicht schön. Nee. Ja, wie gesagt, das mache ich nicht so gerne, aber meine Kinder lieben Gulasch und deshalb bereite ich es für sie vor. Ne? So, das ist zum Beispiel auch noch recht groß. Das mache ich auch klein. So, okay. Öl ist angebraten. Und weiter geht's. Sollte man vielleicht erstmal aufmachen, die Verpackung, ne? Ja. Und Salz darf natürlich auch nicht fehlen, habe ich immer hier drin. So. So, normalerweise mache ich das etwas anders mit dem Salz, aber mit einer Hand ging das jetzt gerade schlecht, aber ich habe das jetzt alles gut vermengt, sodass es auf jeden Fall passen wird. Gut, jetzt hier weiter braten. Jawohl, gut. So, ich habe jetzt gerade überlegt, was ich für uns machen könnte. Ich kann ja nicht ohne Nudeln leben, das wisst ihr ja. Okay, kleiner Spaß am Rande. Ich werde jetzt eine Gemüsesuppe machen. Da kann ich ja dann auch so kleine Nudeln noch mit reinmachen. Eigentlich wollte ich leckere Ravioli machen. Also, ich habe tiefgefrorene vom Feinkostladen, aber ja, mir fehlt Salbei und noch so ein paar andere Sachen. Und deshalb, ja, muss man ein bisschen spontan und kreativ sein hier heute. Hauptsache, die Jungs haben ihr Leibgericht und dann passt es. So, okay. So sieht's aus heute hier bei uns. So, alles klein geschnippelt, bisschen Olivenöl rein. Lass ich jetzt so ein bisschen andünsten und dann mache ich hier weiter. Jetzt habe ich noch die Nudeln rein. Und hier kochen auch Nudeln. Sorry. Meine Kamera verkraftet das nicht. Meine Männer sind leider noch nicht hier. Außer der Lucky. So sieht es jetzt hier aus. Und wir lassen es uns jetzt gleich schmecken. Jawohl. Und da ist das auf, was ich schon die ganze Zeit gewartet habe. Lissandros Kuchen. Lecker Schmecker. So, meine Lieben, jetzt quatschen wir eine Runde. Ich muss so lachen, weil ich euch auf was richtig Lustiges abgestellt habe. Und deshalb muss ich so grinsen. Ja, das wollt ihr jetzt nicht wissen. Also, ich habe es schon gesagt, ich erzähle euch ein bisschen was zu den neuen Schuhen für Liam, auch auf die Gefahr hin, dass es wieder böse Kommentare hagelt. Ich erkläre kurz was dazu. Und zwar ist es so, dass ich mir in den letzten Tagen tatsächlich sehr viele Gedanken gemacht habe, denn der Liam braucht neue Schuhe. Und ich kaufe die aber nicht online, denn mir ist es immer total wichtig, dass ich da in ein Fachgeschäft gehe, dass ich mich beraten lasse, dass die Füße ausgemessen werden und dass da eben Fachpersonal ist. So, und nachdem ja die ganzen Geschäfte zu haben, logischerweise, dachte ich mir, okay, wie machst du das jetzt? Denn sein erstes Paar Schüchen ist tatsächlich zu klein. Und er läuft hier zu Hause natürlich barfuß rum, also mit Söckchen. Und draußen habe ich ihm alte Söckchen immer angezogen. Und wir gehen ja nur spazieren, da ist er im Kinderwagen. Und er läuft ja draußen jetzt auf der Straße nicht rum, sondern ist im Kinderwagen. Aber die Zeit wird ja jetzt dann demnächst hoffentlich auch wieder kommen, dass er dann auch draußen eben mit uns spazieren geht. Und wir brauchen also neue Schuhe. Also gut, wir sind tatsächlich gestern in die Stadt gegangen, und weil ich was bei DM gebraucht habe und in der Apotheke. Ich habe mir wieder diese Boxhornklee-Kapseln gekauft. Die hatte mir ja meine Hebamme empfohlen, wegen dem Stillen. Die nehme ich nach wie vor und der DM ist eben schräg gegenüber. Dann sind wir da so gelaufen und wir haben ein Sanitätshaus. Und ich habe reingeschaut und sehe, dass da die Verkäuferinnen rumlaufen.
Und den einen, also den Inhaber, den kenne ich. Und dann habe ich so von der Straße aus ihm eben zugerufen, ob er denn offen hat. Da sagt er, ja, ja, klar, Heidi, komm rein, kannst gern einkaufen. Was brauchst du denn? Brauchst du Schuhe für den Kleinen? Denn die verkaufen eben auch Schuhe. Also für Erwachsene und für Kinder. Und dann dachte ich mir so, okay, es war jetzt zwar nicht geplant, aber machen wir das jetzt einfach. Und ja, so kam es jetzt eben dazu, dass ich total gut beraten wurde. Dort haben wir nämlich auch das erste Paar Schüchen für den Liam gekauft. Von Ricosta waren die, vielleicht könnt ihr euch erinnern. Und ja, jetzt bin ich total glücklich. Ich kann sie euch gerne mal einblenden, denn ich habe hier nur den Karton, weil der Liam sie ja gerade anhat. Und die sind eben unten im Garten. Und ja, die sind einfach total schön. Die haben zwar ein halbes Vermögen gekostet. Oh mein Gott. Ja, aber gute Schuhe, ja, haben ihren Preis, ne? Mit so viel habe ich jetzt nicht gerechnet, aber es ist okay. Bin total glücklich. Wie gesagt, die sehen zuckersüß aus, sind ganz, ganz weich. Ich hatte noch zur Auswahl welche von Ricosta tatsächlich, aber die haben mir irgendwie von der Passform gar nicht so gut gefallen. Und die sind jetzt echt total süß. Und Gott sei Dank haben wir wirklich verschiedene anprobiert, denn eigentlich hat er die ganze Zeit 22 gehabt und diese Schuhe sind jetzt 24. Gut, ich muss auch dazu sagen, es sind Italiener. Die sind wahrscheinlich ein bisschen kleiner, fallen ein bisschen kleiner aus. Ja, also so viel zum Thema Schuhe. Wir haben jetzt neue Schuhe für unseren kleinen Schatz und ich habe heute tatsächlich auch einiges bei H&M bestellen müssen und bei Zara, also das heißt einiges, Bodies, Kurzarm-Bodies, weil ich keine mehr hatte. Und auch nicht von den Jungs, obwohl ich da wirklich viel aufgehoben habe. Und kurze Hosen hatte ich keine mehr. Ja, das habe ich jetzt bestellt. Und Söckchen hatte ich auch keine mehr. Ja, okay, also das wollte ich euch erzählen. Dann hat es vorhin geklingelt. Der Osterhase war tatsächlich bei mir. Ich habe mich gerade so gefreut. Ich habe schon echt Tränen in den Augen gehabt. Mein Patenkind hat mir nämlich was gebastelt. Und ich hatte euch ja auch das Geschenk für mein Patenkind gezeigt. Aber wir haben es ihr noch nicht. Ach Gott, das sehe ich ja jetzt erst. Das Engelchen ist für Liam. Oh Gott, das sehe ich ja jetzt erst, diesen Zettel. Ach Gott, ist das süß. Hier ist nämlich so ein Engelchen, schaut. Ja, und das Geschenk für mein Patenkind zu Ostern habe ich ihr noch nicht vorbeigefahren, denn man soll ja nur zum Einkaufen. Also, der Engel, wie gesagt, für den Liam. Und dann hat sie mir diese wunderschöne Schmuckschatulle hier gebastelt. Das ist so schön. Die werde ich auf jeden Fall verwenden. Oh, jetzt habt ihr gesehen, auf was hier steht, oder? Richtig, richtig schön. Oh, ich habe mich so gefreut. Vor allen Dingen über die Karte. Da hat sie mir noch was Schönes gebastelt und hat es echt total schön auch geschrieben. Nochmal so bunt und, ach Gott, da hat sie sich echt total viel Mühe gegeben. Und ach, da könnte ich echt immer so... Also da werde ich total emotional und könnte echt weinen, weil das Osterfest also dieses Jahr natürlich komplett anders ausfällt. Nicht nur für uns logischerweise, sondern für alle. Und das ist für mich schon besonders schlimm, wenn ich an Italien denke, denn Osterfest in Italien ist was ganz Besonderes. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Fest, so wie hier mit Sicherheit auch. Und ja, dort sitzen sie halt aber komplett drinne und können ja nicht mal vor die Tür. Wir können ja wenigstens in den Wald oder in den Garten. Und ja, das ist dort tatsächlich alles ein bisschen problematischer, ein bisschen arg problematischer. So, das war gerade kein Deutsch. Ich hatte mir übrigens hier dieses Teil noch bereit gelegt, weil ich mir ein paar Löckchen machen wollte. Aber vermutlich konzentriert ihr euch dann eher darauf, als auf das, was ich sage. Also, ich fange jetzt einfach mal ganz kurz an, wegen der Kommentare zu meinem Action Haul. Also ich war total verwundert über so viel, ja, ich kann es gar nicht sagen, also ich war einfach nur total verwundert. Gerade ich, wo ich doch vor über 4 Wochen ein Video gemacht habe, dass wir bitteschön alle zu Hause bleiben sollten, dass es wichtig ist, dass es ein ernstzunehmendes Problem da draußen gibt. Gerade ich gehe dann zu Action oder was? Also, ich hatte auch auf Instagram erzählt, dass das Video also Ende Februar gedreht wurde, also von mir, nicht von einem Team oder so, sondern dass ich es eben gedreht habe. Ich war bei Action und ich habe überlegt, ob ich es überhaupt online stellen soll, weil es eben schon so lange her war und es ja im Prinzip gar keinen Sinn macht, weil wir ja eh nicht shoppen gehen können. Die Videos dienen ja als Inspiration, dass man was sieht und sagt, hey,
Der Teller mit dem Eichhörnchen, den die Heidi gezeigt hat, den finde ich total schön, den hätte ich auch gern. Und dann geht mal los und kauft es nach. Ja, aber wenn die Geschäfte zu haben, macht es ja wenig Sinn. So, und dann dachte ich mir aber, Mensch, vielleicht haben die Leute einfach Freude daran, dass es ein bisschen Ablenkung ist und vielleicht hören mir ja manche gern zu, so wie sie mir auch schreiben. Und deshalb habe ich es dann online gestellt, eben auch, weil ich eine Umfrage gemacht habe auf Instagram, ob es online gehen soll oder nicht. Und die Umfrage war ganz klar. Und deshalb habe ich es online gestellt. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, was da für Kommentare kamen, ja. Total beleidigend zum Teil, mit erhobenem Finger. Was, du gehst zu Action? Man soll nur zum Einkaufen rausgehen? Und ich dachte mir so, okay, alles klar. Du weißt aber schon, dass ich bei Action zwar Lebensmittel und vielleicht ein paar Hygieneartikel kaufen kann, aber sonst gar nichts, denn es ist alles abgedeckt. Außerdem ist unser Action 60 Kilometer entfernt, da fahre ich mit Sicherheit nicht hin. Also ja, aber dieses du hast was ganz Schlimmes gemacht, du bist böse, du hast was richtig Böses gemacht. Ich dachte mir so, okay. Und vor allen Dingen, ich habe es direkt im ersten Satz in die Infobox geschrieben. Also wenn man mal ein bisschen sein Gehirn einschaltet, ja, müsste man sowas auch nicht machen. Und ich war echt enttäuscht. Ich habe es ja dann sogar in die Überschrift geschrieben, weil ich diese Kommentare nicht mehr lesen konnte. Ja, so viel dazu. Also ich muss wirklich sagen, dass YouTube und Instagram zwei komplett verschiedene Sachen sind. Also obwohl man von Instagram auch Abonnenten auf YouTube hat und umgekehrt, trotzdem ist es wirklich so. Und deshalb ist es so anstrengend auf YouTube, zum Teil, was man sagt. Wenn ich jetzt einfach nur gesagt hätte, ach ja, übrigens, ich habe dem Liam neue Schuhe gekauft, dann wäre wieder gekommen, ja wie, du gehst raus und kaufst Schuhe? Hä? Das ist verboten. So, ne? Also abgesehen davon, dass die Schuhgeschäfte ja eh zu haben, deswegen habe ich es euch erklärt, dass es ein Sanitätshaus ist. Übrigens, das ist nicht der Chef, sondern ein Angestellter. Musste ich jetzt noch ganz kurz richtig sagen, ne? Soll ja alles hier seine Richtigkeit haben. So. Ja, also so viel zu den Kommentaren, die da so reinkommen zum Teil. Und das ist auch, also es kann auch echt anstrengend werden, weil man sich für alles irgendwie, ja, es wird alles so auf die Goldwaage gelegt und man darf sich nicht versprechen und man muss alles zu 100% richtig sagen und wissen. Und wenn man irgendwas kocht und nee, das hast du falsch gemacht und das gehört aber so und so und geh da nicht mit dem Löffel rein und mach so und boah. Also es ist echt heftig, richtig heftig. Und das hast du halt auf Insta nicht ganz so schlimm. Wartet. Na, nee, ich brauche meinen Spiegel, sonst kann ich es nicht mit euch zusammen machen. Moment, wir machen es so. Ich wollte sowieso nur ein paar Löckchen. Bevor mir jetzt wieder jemand schreibt, oh, deine Haare sind krumm geschnitten, ne? Kam nämlich auch, meine Friseurin ist zum einen meiner Meinung nach die Weltbeste und zum anderen fragt sie mich immer, wo denn mein Scheitel ist, damit sie mir danach die Haare schneiden kann. Aber ich habe die mal so und dann habe ich sie wieder so und dann habe ich sie wieder so. Und es gibt wohl auch eine Technik, die das eben dann macht. Und ja, keine Ahnung. Also ich finde nicht, dass meine Haare krumm sind und ich bin zufrieden und das ist die Hauptsache. So, also und mit dem Teilchen hier gehe ich auch so um, wie ich es für mich richtig finde. Ja, wartet. Das ist jetzt, weil die Kamera mitläuft und deswegen kriege ich es gerade nicht hin. So, jetzt aber, oder? Ja. Jetzt aber, Halleluja. So, jetzt machen wir ein paar Löckchen. Also, meine Lieben, ja, also jetzt ist ja Ostern, deshalb wünsche ich euch schon mal ein wunderschönes Osterfest zusammen mit euren Lieben. Wir können ja die meisten Familienangehörigen nicht sehen, also ich sowieso nicht. Und das ist für mich auch sehr, sehr schlimm, dass meine Mama jetzt ganz alleine da sitzt. Es war nämlich eigentlich geplant, dass wir gemeinsam nach Olbia fliegen. Also der Liam, ich, meine Mama, meine Schwester und ihr Freund. Es war auch schon alles gebucht. Aber das hat sich ja erledigt. Und Lissandros Skifahrt, die 500 Euro haben wir auch verloren. Also was heißt verloren? Ja, es waren 400 Euro, aber 100 Euro habe ich an Klamotten ausgegeben. Und da haben wir von der Schule noch keine Nachricht. Aber das sind so Sachen, klar ärgert es mich, aber ne,
Es gibt definitiv Schlimmeres. So, das meine ich damit. Es gibt Schlimmeres. So, schaut. Ich mache jetzt hier mal weiter. Das sieht wahrscheinlich in der Kamera richtig doof aus. Und deshalb sage ich jetzt einfach mal bis später. Das hatte ich euch übrigens im letzten Vlog gezeigt. Ich wollte eine schöne Frühlingsdeko kreieren. Es ist mir nicht wirklich gelungen. Ich war ja noch auf der Suche nach Primeln. Leider gab es bei uns im Lebensmittelladen nur diese Vergissmeinnicht, die ja wahrscheinlich eher schon das Jenseits gesehen haben. Ist egal, ich mache auf jeden Fall das Beste draus. Es ist ja nichts Lebensnotwendiges. Ich wollte einfach nur ein bisschen den Garten aufhübschen und ja, mal gucken, wie das dann im Endeffekt aussehen wird, wenn ich fertig bin. Meine Lieben, ich wollte mich noch ganz kurz von euch verabschieden. Wir kommen gerade vom Einkaufen. Also wir haben Großeinkauf gemacht, wobei jeder Einkauf bei uns ist ein Großeinkauf, sind wir mal ehrlich. Ja, wir sind einfach viele Personen. Und diesen Vlog beende ich jetzt an dieser Stelle. Wollte euch ein wunderschönes Osterfest wünschen. Ich weiß, es ist nicht wie sonst. Es ist mit Sicherheit auch nicht einfach. Aber versucht das Beste draus zu machen, zusammen mit euren Lieben. Macht FaceTime und WhatsApp. Es gibt ja einige Möglichkeiten. Es ist natürlich nicht so, wie wenn man zusammensitzt, ganz klar, kann ich ein Lied von singen. Für mich wird das überhaupt nicht einfach und deshalb möchte ich da jetzt auch gar nicht weiter drüber sprechen, denn mich macht das tatsächlich sehr, 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 sehr traurig. Für mich ist das Osterfest ein sehr, sehr wichtiges Fest, habe ich, glaube ich, aber schon gesagt. Mir war es wichtig, dass ich euch heute ein bisschen mitnehme zur Ablenkung. Ich habe zusammen mit euch gekocht, meinen Haushalt gemacht, euch ein bisschen was erzählt. Vielleicht eine kleine Aufmunterung für euch und ihr seid auf andere Gedanken gekommen. Da würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen, wenn euch das ein bisschen geholfen hat. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr bei den nächsten Videos wieder mit dabei seid. Bleibt mir vor allen Dingen gesund, passt gut auf euch und auf eure Mitmenschen auf. Und dann wird alles gut. Ihr werdet sehen, es wird alles gut. Es wird noch ein bisschen dauern, aber es wird alles gut. Ja, also, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Habt ein schönes Osterfest und bis bald. Tschüss!